Der Sommer der AfD nimmt kein Ende. Die Partei steht weiterhin so gut da wie nie zuvor. Auch immer mehr junge Leute interessieren sich für die Alternative. Doch gerade die geraten jetzt verstärkt ins Visier des Geheimdienstes, während die Klimajugend tun und lassen kann, was sie will. Wie der Staat die AfD-Jugend bekämpft, was das für die Zukunft für die AfD bedeutet und wie man am besten damit umgehen muss, das will ich heute besprechen mit einer Frau, die sich damit bestens auskennt bzw. auskennen muss, nämlich Anna Leisten von der Jungen Alternative in Brandenburg. Das ist der Brennpunkt des Tages. Die Junge Alternative ist die Jugendorganisation der AfD. Vergangene Woche wurde sie in Brandenburg zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung erklärt. Das heißt, sie kann jetzt voll nachrichtendienstlich überwacht werden mit dem Einsatz von V-Leuten, Observationen, Überwachungstechnologie und so weiter. Also diese jungen Leute wurden mit dieser Entscheidung gewissermaßen zu Staatsfeinden erklärt. Bei mir ist jetzt Anna Leisten. Sie ist nicht nur im Bundesvorstand der Jungen Alternative, sondern ist auch Landessprecherin von Brandenburg, gehört also zu diesen gefährlichen jungen Leuten, die laut dem Verfassungsschutzchef von Brandenburg eine Gefahr für die Jugend, für Demokratie, Freiheit und Sicherheit darstellen. Ich habe dir schon gesagt im Vorgespräch, also diese Entscheidung ist natürlich skandalös, aber als ich das erste Mal davon gehört habe, war mein erster Gedanke, die werden ja schon längst überwacht vom Verfassungsschutz, weil es natürlich auch so verschiedene Kategorien gibt, Verdachtsfall, Prüffall, gesichert extremistisch, in Teilen extremistisch und so weiter. Was heißt diese Entscheidung für dich jetzt? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung in der heutigen Sendung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben letzte Woche auch nur durch die Medien von dieser Hochstufung erfahren. Die Junge Alternative gilt ja jetzt schon seit einiger Zeit als Verdachtsfall und wir wissen, dass der Verfassungsschutz uns letztendlich die letzten Monate, letzten Jahre auf dem Kieker hat und uns auch hinterherfährt von Veranstaltungen. Es ist oft so, dass man ja im Bus sitzt, im Parteibus und ganz genau weiß, okay, hinter einem fahren natürlich wieder die V-Leute und sie gucken, wer wurde so rausgelassen. Damit hat man sich letztendlich schon abgefunden. Überrascht hat uns jetzt diese Hochstufung jedoch nicht wirklich. Also es ist ja auch so, dass die Junge Alternative deutschlandweit vor einiger Zeit jetzt erst als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Dann hat plötzlich Herr Haldenwang gesagt, naja, jetzt ist es doch gar nicht mehr so. Also genug Beweise liegen jetzt offensichtlich nicht vor, dass sie jetzt wirklich gesichert rechtsextrem sind. Und wir sind dann als Junge Alternative für Deutschland wieder Verdachtsfall. Und in Brandenburg waren wir jetzt lange Verdachtsfall, jetzt sind wir hochgestuft worden. Ehrlich gesagt ist es mittlerweile auch wirklich so der Running Gag eigentlich so in der Jugendorganisation. Ja, wer ist jetzt gerade was? Keiner blickt es so richtig, keiner nimmt es auch wirklich mehr für ernst. Also nicht nur wir, sondern auch die Bürger da draußen, die lachen sich letztendlich tot über diese Behörde, weil jeder, der uns kennt und der uns erlebt, der weiß, wir sind alles andere, aber nicht gesichert rechtsextrem. Und wir wurden ja jetzt auch in der BZ mit einem Zentrum von Islamisten gleichgesetzt. Also die Jugendorganisation ist also jetzt genauso gefährlich wie Islamisten. Also das war ja am Mittwoch, da wurde bekannt gegeben, ihr seid jetzt gesichert extremistisch. Genau. Und gleichzeitig hochgestuft wurde ein Verein, der heißt Islamisches Zentrum Fürstenwalde und soll ja Nähe zu Hamas und zur Muslimbruderschaft haben. Ja. Das heißt, auf der einen Seite hat man eine Gruppe mit Kontakten ins Ausland, möglicherweise zu Terrorgruppen. Und auf der anderen Seite ganz normale Brandenburger Jungs und Mädels, die sich irgendwie für patriotische Themen engagieren und beides wird dann mit einem Schlag auf eine Stufe gesetzt, wobei ja noch der Schwerpunkt dann auf euch, auf der Jungen Alternative lag. Genau, also wir sind eigentlich für den Staat wirklich gefährlicher als Leute, die mit der Hamas zusammenarbeiten und Pläne haben, hier Anschläge zu verüben. Ja. Es ist wirklich lächerlich, wenn man sich auch anguckt, was wir als Junge Alternative für Form eben für politische Arbeit leisten und für Form des Widerstands anwenden, um eben gewisse öffentliche Themen auch anzusprechen. Das waren immer Demonstrationen oder friedliche Banneraktionen oder andere Formen. Wir haben nie Gewalt angewandt, in keinerlei Hinsicht, Hinsicht wurde irgendjemand beeinträchtigt bei einer Aktion oder es kam eben zu körperlicher Gewalt oder gegen Sachgegenstände, anders als andere Jugendorganisationen oder andere Gruppen. Antifa zum Beispiel. Antifa oder Letzte Generation. Genau. Ja. Wir beschädigen niemanden, wir blockieren keine Rettungswege, wir sorgen nicht dafür, dass irgendjemand nicht zu seiner Arbeit kommt, sondern wir machen eben unseren Protest friedlich und wir machen die Bevölkerung darauf aufmerksam, was eben in dem Land schief läuft. Und das führt eben den Staat dazu, dass sie sagen, wir sind die größte Gefahr für die Jugend, für die Demokratie
und letztendlich für Brandenburg, was einfach nur an den Haaren herbeigezogen ist. Und jeder, der sich mal intensiv wirklich mit der Jungen Alternative beschäftigt, der mal über die BZ hinaus, über die Bild-Zeitung hinaus eben schaut, was machen eigentlich die jungen Leute, wie eine Anna Leisten dort, der wird genauso drüber lachen, wie wir es tun. Und der wird dieses System auch nicht mehr für voll nehmen. Und wir sind nicht dafür angetreten, dass wir diesen Leuten irgendwie gefallen. Wir wollen nicht von einem Herr Haldenwang oder von einer Nancy Faeser irgendwie noch einen Demokratie-Check bekommen und dafür sorgen, dass alles, dass wir alles super machen, sondern wir sind eben dafür da, dass wir genau diesen Leuten auf die Finger schauen und den Leuten draußen erklären, was tun diese Leute eigentlich gegen unser Volk und unser Land. Und dafür sind wir angetreten und wir werden uns ganz sicher auch nicht von diesen Menschen jetzt durch diese Hochstufung oder durch diese Einstufung jetzt als gesichert rechtsextrem irgendwie stoppen lassen in unserer Arbeit. Und ich finde es eigentlich eine Schande wirklich, dass 120 junge Menschen, die sich für ihr Brandenburg einsetzen, die wirklich auch was für ihren Halt dieser Heimat tun wollen, plötzlich so denunziert werden, die mit, wie gesagt, so einer islamistischen Gruppe verglichen werden. Und die letztendlich was dafür sorgt, dass Nachbarn oder Schulkameraden oder Freunde eventuell Abstand nehmen, weil das bei denen eben leider wirkt. Weil die sehen halt eben einen BZ-Artikel. Und ja, wenn man das natürlich als Unbefangener, der gar nichts mit großartig Politik zu tun hat aktuell, wenn man das liest, dann kann man schon denken, oh, das sind aber wirklich schlimme Leute, die da tun, die da agieren und die da politisch arbeiten und die sind irgendwie, keine Ahnung, jedes Wochenende mit Pistolen unterwegs und wollen letztendlich den Staat stürzen, was einfach nicht stimmt. Ja? Und man kann sich unsere Arbeit angucken, man findet uns überall in den Social-Media-Kanälen, man sieht, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, alles lief gewaltfrei ab und von daher ist diese Hochstufung wirklich, kann man nicht ernst nehmen. Das Ganze könnte auch damit zusammenhängen, dass die AfD sich gerade auf einem totalen Höhenflug befindet. Hier mal die Ergebnisse, die Umfrageergebnisse, die neuesten für Brandenburg. Die AfD mit Abstand stärkste Kraft, 28%, weit vor der SPD, die ja Regierungspartei ist in Brandenburg, weit vor der CDU, die offenbar auch keine Opposition darstellen will in Brandenburg, und die anderen Parteien, über die muss man gar nicht sprechen. Also meine Theorie ist ja, dass hier in Scheibchentaktik vorgegangen werden soll. Also zuerst erklärt man die Jugendorganisation für gesichert extremistisch, dann den Landesverband und am Ende dann den Bundesverband. Ich glaube, darauf wird es früher auf kurz oder lang hinauslaufen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Genauso wird es auch passieren. Dass die Taktik am leichtesten ist es eben bei uns. Ja, wenn man eben sieht, okay, die jungen Leute, die sind natürlich auch in ihren Formen, die sie an den Tag legen, immer etwas, sage ich mal, ja, über die Grenzen hinweg, was vielleicht die Mutterpartei nicht unbedingt so macht. Natürlich stellt sich die Mutterpartei nicht mit einem Banner vor eine Uni oder mit einer Deutschlandfahne vor einer Uni, sondern kämpft eben eher in den Parlamenten für unsere Ziele. Wir als junge Alternative sagen aber eben, wir müssen halt mehr sein als nur Parlamentspartei. Wir sind quasi eure Jugend, wir sind ein Teil auch des Vorfelds, so verstehen wir uns auch. Und wir setzen natürlich ganz andere Mittel ein. Und ein junger Mensch findet es natürlich auch attraktiver, mal bei einer Sportveranstaltung dabei zu sein. Das wurde uns natürlich auch wieder negativ ausgelegt, dass man also sagt, hier Körper und den Geist, der muss gestärkt sein, weil so nur kann ein fitter Mensch. Das hat ja sogar Erwähnungen gefunden in dieser Hochstufungsbegründung, dass ihr eben bei einem Hindernislauf dabei wart und du hast dann ein Foto gepostet, du im Matsch mit Mitstreitern und hast dann irgendwie drunter geschrieben, Ostfronttraining oder sowas in der Art, sowas Witziges. Und das wurde dann euch auch übel ausgelegt, weil das dann quasi als militante Vorbereitung eingestuft worden ist. Genau, also es war so ein Hindernisparcours, wo man halt gewisse Stationen absolvieren musste. Man musste einmal durchs Eiswasser krauchen, man musste unter so Matsch oder in so Matsch unter kleinem Stacheldraht durch. Das war, wir haben uns dafür entschieden, das war eine super Veranstaltung. Wir waren am Ende natürlich auch ein bisschen fertig nach dem Lauf, aber ich glaube, da muss es auch hingehen. Junge Menschen müssen ihre Grenzen austesten, wir müssen uns fit halten, wir müssen eben nicht der typische Playstation-Zocker sein, der sich drei McDonald's-Burger am Tag reinzieht, sondern wir haben eben die Aufgabe, jungen Menschen auch zu zeigen, okay, geh raus, mach Sport, ernähr dich gesund und mach auch mal gerne solche Wettkämpfe, weil es einfach schön in der Gemeinschaft dann eben dort mit einer guten Zeit ins Ziel zu laufen und an so einer Wand hoch zu klettern, und man hilft sich, man zieht sich gegenseitig rüber. Das stärkt auch das Gruppengefühl, das stärkt einfach die Gemeinschaft, und das werden wir auch in Zukunft weiter genauso machen. Und natürlich, sage ich mal, ein 50-, 60-jähriger AfD-Politiker, der kriecht jetzt nicht unbedingt durch den Matsch. Ja, dafür sind halt wir eben da. Wir geben jungen Menschen solche Aktivitäten, wir geben ihnen eben den Rahmen dafür.
Und das ist dann natürlich auch wieder ein Dorn im Auge für den Staat, der eben die Jugend gar nicht dahin erziehen möchte. Er möchte sie nicht so, er möchte diese Jugend nicht haben, die selbst denkt, die selbst handelt, die draußen ist, die sich fit hält. Sondern sie wollen eben eigentlich lieber den Jungen, der halt einfach nur ARD, ZDF konsumiert oder eventuell die Jugendformate, jetzt nicht unbedingt diese Formate, aber die Jugendformate wie Funk oder wie sie alle heißen, und eben dort sich die politische Meinung abholt, die eben gewünscht ist und die vorgegeben wird. Und ich verstehe gar nicht, wie man wirklich als junger Mensch sich für die SPD oder für die CDU engagieren kann, weil es ist so fern von allem, was eigentlich in einem jungen Menschen steckt, ja, diese Rebellion. Ich denke, deswegen auch gerade waren die Grünen auch so stark, weil es halt da noch so ein bisschen dieses Rebellentum gab, was es in der AfD jetzt halt erst gibt. Und jeder junge Mensch kann eigentlich nur noch recht sein in diesem Staat und in diesem Land, weil eine andere Form letztendlich der Rebellion, der Opposition hat er nicht mehr. Wir sind die einzige echte Opposition, auch wenn sich gerne andere Parteien sich diesen Titel geben, sind wir nun mal die einzige Opposition. Und jeder junge und ältere Mensch, der ein bisschen oppositionell denkt, kann nur noch AfD wählen. Und bundesweit, also ich hätte mir vor einigen Jahren nicht erträumt, dass wir jemals so einen großen blauen Balken haben auf den Umfrageergebnissen. Ich hätte mir niemals gedacht, dass wir in Sonneberg den ersten Landrat stellen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass Hannes Loth als erster AfD-Bürgermeister Rabun anzieht. Rabun Jesnitz, geiler Name. Also ich weiß bis heute nicht genau, wie man den Ort schreibt. Ja. Aber Hannes Loth ist nun mal ein Begriff, der mittlerweile jetzt auch in die Geschichtsbücher einziehen wird, unser erster Bürgermeister, genauso wie in Sonneberg Herr Sesselmann. Von daher, das ist alles ein Sommer, das ist ein geschichtsträchtiger Sommer, den werden wir so schnell nicht mehr vergessen. Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr noch stärker wird. Wir werden in die Landtagswahlen starten, in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen. Und ich kann auch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen Wahlabend freue, ja, wenn Brandenburg das und... Das Entsetzen in den Gesichtern wird dann wird riesig sein. Ne? Und bei uns einfach die Freude. Also ich habe mich ja schon bei der Bundestagswahl riesig gefreut für unsere Partei und für unsere Direktkandidaten und Wähler und alle, die irgendwie mitgeholfen haben, alle Wahlkämpfe. Aber ich glaube, diese Landtagswahlen, die nächstes Jahr anstehen, das wird eine Feier, die werden wir unser Leben lang und nicht vergessen und unseren Kindern noch davon erzählen. Ich habe noch ein paar Perlen aus diesem Begründungstext für eure Hochstufung. Unter anderem erwähnt wird dieses Handzeichen hier, was mittlerweile als kriminell irgendwie eingestuft ist. Also White Pride soll das bedeuten. Angeblich, ich finde es auf jedem Pizzakarton, wo diese Comic-Köche immer so machen. Früher war das ja Okay-Zeichen einfach, mittlerweile offenbar Hasssymbol. Und erwähnt wurde auch eine Aktion von euch, wo ihr an einem Gebäude der Uni Potsdam eine große Deutschlandflagge gehisst habt. Also offenbar ist Deutschland das einzige Land der Welt, wo das Hissen der eigenen Flagge in irgendeiner Weise einen politischen Affront darstellt. Ja. In welchem Rahmen hat das stattgefunden und wie kommt man dazu, das als verfassungsfeindlich dann irgendwie einzubeziehen? Ja, es ist schon sehr absurd, dass das Hissen einer Fahne des eigenen Landes so viel Aufsehen und so viel Unruhe in Potsdam erzeugt, dass der Innenminister sogar diese Aktion im Landtag seinen anderen Mitarbeitern dort vorgestellt hat und eben gesagt hat, da stehen sie, ja, die Feinde der Demokratie, weil sie halt eben eine Deutschlandfahne hissen. Wir haben diese Aktion gemacht, es gab ja diesen Stolzmonat jetzt im Juni, und da wurde ja dazu aufgerufen, dass eben jeder in seiner Stadt, in seinem Ort oder in seiner Schule, je nachdem, wo man das halt eben machen kann, eine Deutschlandfahne hisst oder sei es auch nur im eigenen Garten. Oder also als Alternative zum Pride Month. Genau, als Alternative zum Pride Month. Dass man eben nicht mehr überall Regenbogenfahnen hängen sieht, sondern eben die eigene Fahne des Landes. Und deswegen sind wir also an einem schönen Sommertag an die Uni gezogen, haben eine sehr große Deutschlandfahne vorher bestellt, haben die dort auch aufgehängt. Das hat keine 2 Minuten gedauert, nachdem wir schon die Treppen runtergelaufen sind am Neuen Palais, war die Fahne natürlich weg, weil Linke es nicht ertragen konnten, dass eben ihre eigene eigentlich Fahne des Landes. Ich kann da mal einen Kommentar vorlesen vom AStA, also vom Allgemeinen Studierendenausschuss. Unser Campus Neues Palais wurde von der Jungen Alternative durch hasserfüllte Propaganda geschändet, ein Ort des Respekts entweiht. Ja. Wahnsinn. Also, Leute, die vorher irgendwie solche Wörter gar nicht kennen, wie schänden oder entweihen, die das ständig machen mit nationalen Symbolen, regen sich dann tierisch auf, wenn mal ein nationales Symbol am eigenen Gebäude irgendwie auftaucht. Ja. Ja, es zeigt eigentlich wunderbar den aktuellen Zeitgeist, in dem wir uns befinden oder in dem wir leben, dass der AStA darüber so
verärgert war, dass wir genau das Richtige erreicht haben eigentlich. Ja, wir sind eben an die Uni gegangen, wir hätten ja auch sonst überall in Potsdam diese Fahne hissen können. Wir haben sie aber ganz bewusst auch an der Uni gehisst, weil wir eben gesagt haben, okay, hier muss halt auch wieder mehr Schwarz-Rot-Gold wehen. Hier muss als deutsche Hochschule eben auch gezeigt werden, okay, hier es ist unsere Landesfahne und wir sind stolz auf unser Land, ja, dass wir hier auch so eine gute Schulbildung auch genießen dürfen. Ja. Das haben wir alles unseren Vätern und Urgroßvätern auch zu verdanken. Und deswegen ist es ganz normal, dass eben eine Deutschlandfahne an unserer Universität eben hängt. Eigentlich rund ums Jahr, nicht nur 2 Minuten im Stolzmonat, sondern rund ums Jahr. Und das hat aber eben ja, Leute dazu gebracht, auch eine Gegenaktion zu machen. Die Zecken in Potsdam waren also ein paar Tage später genau an der gleichen Stelle an der Uni und haben dann ein großes Banner, oder was heißt ein großes, war letztendlich mickrig im Gegensatz zu unserer Fahne. Da stand drauf, Potsdam nazifrei, und haben uns das dann sogar noch bei Instagram geschickt. Und wir haben das dann erfahren, haben darüber laut gelacht und haben dann trotzdem weitergemacht wie bisher. Aber es zeigt eben, dass wir nur mit einer einzelnen Fahne wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen haben als die Linken, die sich letztendlich nichts mehr alleine einfallen lassen können, sondern immer nur auf unsere Aktion reagieren. Mit Blick in die Zukunft, wie denkst du, sieht das beste Verhalten aus, was man gegenüber dem Verfassungsschutz jetzt mit den ganzen Einstufungen an den Tag legen kann? Wie sollte man darauf reagieren? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man auf jeden Fall erstmal ganz ruhig und sachlich mit den Vorwürfen umgeht. Dass jeder junge Mensch, der jetzt, sage ich mal, hochgestuft wurde als gesichert rechtsextrem, es betrifft ja doch eine ganze Masse an Mitgliedern von uns, die jetzt so eingestuft wurden, dass sie wirklich ruhig bleiben, dass sie auch Sorge und Nöte auch ihres Bekanntenkreises auch ernst nehmen. Also ich habe das selber erfahren, dass man eben auch mal von den Nachbarn angesprochen wird. Ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen und deine Organisation ist jetzt gesichert rechtsextrem. Und da kann ich nur jedem Menschen auch empfehlen, sprecht auch mit den Leuten und sagt denen, wie es wirklich ist, was wir tun, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was so unsere Formen sind, die wir eben nutzen als Jugendorganisation, dass das wirklich ganz normale junge Menschen sind. Und ansonsten sollte man sich da absolut nicht beirren lassen. Man sollte genauso weitermachen wie bisher. Wir als Junge Alternative Brandenburg stehen für unseren Kurs. Wir werden unseren Kurs genauso weitermachen und wir werden uns garantiert nicht von irgend so einer Regierungsbehörde da irgendwie einschüchtern lassen. Und ich glaube, das ist ja das einzige Ziel des Verfassungsschutzes, uns einfach nur Angst zu machen. Ja, da geht es dann darum, dass eben die jungen Menschen nicht mehr wissen, okay, was kann ich jetzt eigentlich machen, was kann ich sagen, werde ich dann direkt beobachtet, ja, verliere ich dann irgendwie Freunde, verliere ich irgendwelche Familienmitglieder, die sich eben von mir distanzieren. Und dazu ist ja der Verfassungsschutz eigentlich nur da, dass man eben diese Denunzierung immer weiter betreibt, dass wir gar kein Teil mehr dieser öffentlichen Gesellschaft eigentlich sein dürfen. Ja? Also wenn man also durch die Straßen läuft, jeder schon die anderen Leisten kennt und dann irgendwelche Beleidigungen kommen und die denken dann, ja, das würde mich dann irgendwie davon abhalten, politisch aktiv zu sein. Ganz im Gegenteil, das bestärkt einen ja eigentlich nur nochmal darin, dass man alles richtig macht. Weil wenn man so jemanden als Gegner hat und diese Menschen wirklich unsere Gegner sind, dann haben wirklich jeder, der sich für Deutschland und für unser Land einsetzt, alles richtig gemacht. Und ich sage ganz klar, wenn wir so beobachtet werden und wenn die uns wirklich als reale Gefahr wahrnehmen, dann müssen wir noch stärker werden, wir müssen weitermachen. Und ja, ich kann nur jedem jetzt sagen, tretet bei, ja, unterstützt uns. Ja, wir müssen nächstes Jahr statt 120 gesichert Rechtsextreme 200 gesichert Rechtsextreme sein oder 300, ja, um einfach diese Lächerlichkeit auch zu zeigen und zu sagen, okay, es kommen neue Mitglieder. Und wir haben das auch erlebt in den letzten Tagen. Wir hatten keinen einzigen Austritt seit der Hochstufung. Ganz im Gegenteil, ich habe jetzt zwei neue Anträge auf meinem Schreibtisch liegen, die ich jetzt in den nächsten Tagen einpflegen werde. Also die Entwicklung ist ganz normal und man kann es wirklich nur gelassen sehen und man darf sich da nicht von so einer Behörde irgendwie unter Panik setzen lassen als Organisation. Danke, Anna, dass du da warst. War sehr interessant. Gerne. Liebe Zuschauer, der Verfassungsschutz beobachtet uns und wir beobachten den Verfassungsschutz auch in Zukunft. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, abonnieren Sie gerne unseren Kanal auf YouTube und auf Telegram. Sie können auch gerne wieder mitkommentieren auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de. Und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das große Interesse in den letzten Tagen. Gestern unsere Rammstein-Sendung, die hat jetzt schon über 100.000 Aufrufe, geht auf die 200.000 Klicks zu. Also es ist wirklich Wahnsinn, wir sind ständig am Wachsen. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das hier tun. Darüber würden wir uns wirklich freuen. Jeder Betrag hilft, sei er noch so klein, hilft uns dabei, immer besser zu werden für Sie und immer nur das Beste zu liefern. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem nächsten Brennpunkt des Tages. Bis dann. Ciao.